Guten Tag. Mein Name ist Ulrike Kröll und ich begrüße Sie sehr herzlich zum Enkaustikmalerei-Workshop, der das Thema hat Grundtechniken. Wir beginnen mit der Schiebetechnik. Dazu nehmen Sie das Maleisen bei einer Einstellung von 1,5 bis 2 so in die Hand, dass die Malsohle nach oben zeigt. Das Wachs wird großzügig auf der beheizten Fläche aufgeschmolzen, die Malfläche nach unten gedreht und Sie gleiten damit von rechts nach links über die Malkarte und ein zweites Mal über die noch freie Hälfte. Mit einem Küchentuch wird die Malfläche kurz gesäubert. Mit der Aufnahme von weiterem Wachs setzen Sie die Malsohle auf die Malkarte und führen das Eisen Schritt für Schritt zurück, so dass die Abstände sichtbar werden. Mit der anderen Hälfte der Malkarte verfahren Sie ebenso, Schritt für Schritt. Was anschließend ganz wichtig ist, ist das Polieren. Dazu nehmen Sie am besten einen älteren Nylonstrumpf, mit dem Sie in leicht kreisenden Bewegungen und ohne Druck die Oberfläche polieren. Druck oder Knötchen im Strumpf oder in einem weichen Tuch können zu Schäden des Bildes führen. Jetzt erst nach dem Polieren kommen die Farbnuancen des Wachses und sein Glanz hervor. Weiter geht es mit der Wellen- oder auch Muscheltechnik. Auch für diese Technik nehmen Sie das Maleisen mit seiner Unterseite nach oben in die Hand und schmelzen großzügig das Wachs auf, drehen die Malfläche um und gleiten leicht mit dem Eisen vom Anfang bis zum Ende über die erste Hälfte der Malkarte. Bei der zweiten Hälfte der Malkarte verfahren Sie genauso wie bei der ersten. Jetzt noch etwas Wachs aufschmelzen und Sie bewegen das Eisen wie in Schlaufen, wellenförmig hin und her. Am Ende der Malkarte angekommen, setzen Sie diese Bewegungen an anderer Stelle der Malkarte fort. Auch dieses Bild wird anschließend poliert. Nehmen Sie nun Wachsfarben Ihrer Wahl und schmelzen diese auf der Malsohle auf, fügen eine weitere Farbe hinzu, drehen die Malfläche nach unten und führen das Maleisen von rechts nach links über die Malkarte. Den Vorgang wiederholen Sie für die zweite Hälfte der Malkarte. Dieses Mal geht es um die Saugtechnik. Das Maleisen wird kurz mit der vorher gereinigten Fläche auf eine beliebige Stelle der Malkarte gesetzt und spontan senkrecht nach oben abgezogen. Jeder weitere Effekt wird genauso gehandhabt wie der erste.
Auch hier zum Schluss das Polieren nicht vergessen. In ein Landschaftsbild lassen sich gut Gräser einarbeiten, daher der Name Grastechnik. Fangen Sie zum Beispiel mit einer roten Farbe an, fügen noch Grün hinzu und gleiten mit dem Maleisen leicht von rechts nach links über die Malkarte. Der Himmel ist jetzt fertig. Für die Landschaft schmelzen Sie nun Gelb auf und auch hier führen Sie das Maleisen von rechts nach links über die Malkarte. Von den Strukturen her erkennt man eine sehr weite und leicht hügelige Landschaft. Mit der vorderen linken Kante des Eisens ziehen Sie nun von unten nach oben Linien. Ruhig, ein wenig zügig. Platzieren Sie die Gräser nach Ihren Vorstellungen und verteilen Sie diese etwas, damit die Landschaft sehr natürlich wirkt. Da der Himmel genug Wachs aufweist, werden die Vögel am Himmel direkt daraus mit der Spitze des Eisens gemalt. Eisenspitze mittig ansetzen und nach rechts und einmal von der Mitte aus nach links führen. Schon ist ein fliegender Vogel fertig. Zur Vollendung der Landschaft setzen Sie die Gräser so, wie Sie es mögen. Ein angedeutetes Gebäude findet auch noch Platz. Nach der Fertigstellung wird das Bild poliert.